Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. An diesem schönen Freitag ist wieder Lego-Tag und ich habe euch heute ein Set mitgebracht, das recht aktuell ist, brandaktuell möchte man glatt hinweg sagen, und zwar die 10279 der T2 aus diesem Jahr. Zu diesem Set sind wir gekommen über eine E-Mail, die wir bekommen haben. Und zwar hat uns ein Zuschauer angeschrieben, der sich dieses Set gekauft hat und ziemlich enttäuscht war von diesem Set und es nun gerne wieder loswerden wollte und uns angeschrieben hat, ob wir uns nicht einmal ansehen wollen. Der Bus stand jetzt nicht unbedingt auf unserer Favoritenliste und es wäre auch kein Set gewesen, was wir uns geholt hätten. Aber bei einem Angebot, das wir dann bekommen haben, dieser Art, können wir natürlich schlecht Nein sagen, denn neugierig sind wir ja schon. Und so zeigen wir euch nun die zweite Woche hintereinander ein sehr aktuelles Set. Und wir haben auch die Anregung bekommen, etwas näher auf Teile einzugehen, die brandneu sind, also die auch neue Molds haben, neue Gussformen. Und das wollen wir hier auch ganz gerne tun. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir erstmal wie üblich mit der Verpackung an. Dazu rutscht der Bus erstmal ein Stückchen an die Seite. Anleitung weg und wir gucken auf den Karton. Der Karton ist typisch 18 Plus Reihe Creator Expert in schwarz gehalten. Das Set ist klar darauf zu erkennen. Es wird auf dem Karton hier schon ganz klar gesagt, dass es ein offiziell von VW lizenziertes Produkt ist. Ansonsten ist der Karton schlicht und dadurch recht schön. Er ist wieder dieses schwarze Glanzpapier, was sehr anfällig ist für Fingerabdrücke und kleinere Kratzer. Ein generelles zu diesem Karton. Der ist recht mitgenommen. Der hat hier einige Macken mittlerweile. Der hat Knicke. Der ist abgestoßen an der Seite. Und der hat hier auch eine ganz gewaltige Delle. Ich glaube, man sieht es ganz gut im Gegenlicht da. Das liegt daran, dass dieser Karton zu uns gekommen ist nicht in einem Umkarton, sondern er wurde mit Packpapier umwickelt. Das ist per se erstmal nicht schlimm, weil der Karton für uns nicht zwingend das Wichtige ist. Für einen Sammler wäre das natürlich der absolute Overkill. Also je nachdem, an wem man so einen Karton weiterverschickt, ist ein Umkarton eine recht feine Sache. Da man, wenn man Sets gebraucht weiterverkauft, eigentlich nie weiß, ob es ein Sammler ist oder nicht, würde ich euch immer empfehlen, Umkartons zu verwenden. Wenn ihr keinen Karton habt, als Tipp, viele Supermärkte oder auch kleinere Geschäfte kriegen jede Menge Kartons. Hingehen, fragen. Die meisten sind sogar ganz dankbar dafür, dass sie die Kartons nicht kaputt machen müssen, um sie dann zu entsorgen, sondern dass sie sie einfach so abgeben können. Und wenn ihr da fragt, nach einem großen Karton kriegt man in der Regel auch einen, wo auch sowas reinpasst. Also, aber ansonsten haben wir auf der Rückseite des Kartons das Set wieder von allen Seiten betrachtet. Einzelne Detailansichten. Vorne steht noch drauf, dass das ganze Set aus 2207 Teilen besteht. Hier sind keine Minifiguren enthalten, sondern das ist hierbei tatsächlich die reine Teileanzahl und dass es eben der 18-Plus-Reihe entspricht. Damit ist aber auch nur die Zielgruppe von Lego definiert. Das Set zusammenbauen kann auch jemand, der deutlich jünger ist. So viel zum Karton. Kommen wir zum nächsten Aspekt, der Anleitung. Die Anleitung ist hier 2207 Teile sehr dick und ihr seht, dass sie genau das gleiche Problem hat, was ich euch bei der Hogwarts Collectors Edition gezeigt habe und auch schon bei anderen Sets, wie zum Beispiel bei der Schmiede. Dadurch, dass es eine Leimbindung ist und dass sie sehr dick ist, wie gesagt, dieses Set hier wurde jetzt zweimal aufgebaut, einmal von dem Zuschauer und einmal von uns. Das ist einfach drin. Das sieht dann so aus, wenn man das mit der Anleitung baut. Und das ist Mist, vor allen Dingen, weil das ja ein Set ist, das sich jetzt nicht schwerpunktmäßig an Kinder richtet, die damit bauen, sondern an erwachsene Sammler. Und das Vorhandensein der Anleitung, das Vorhandensein des Kartons und der Ersatzteile sind alles Sachen, die sich hinterher wieder auf den Preis auswirken, wenn man es denn weiterverkaufen möchte. Deshalb ist das hier echt großer Mist. Was ich schön finde an der Anleitung ist, dass hier sehr stark darauf eingegangen wird, wo kommt denn der T2 her, wie wurde der designt, was waren da die Hintergründe. Es gibt viele Realfotos da drin, wie dieses Fahrzeug ausgesehen hat. Volkswagen-Logo, auch das alte, ist noch mit dabei. Hier auch die Anleihen an den großen Hippie-Bus, wie man das so schön sagen möchte. Assoziation Priel, Blümchen, Love and Peace, 70er Jahre. Woodstock und Co. schickt seine Grüße voraus.
Und dann einmal das Modell an sich betrachtet ist, was eigentlich alles dabei ist. Die Anleitung gibt es auch wieder in Deutsch, dabei liegt sie in Englisch. Der QR-Code führt uns hier aber zur Download-Seite, wo man sie auch auf Deutsch runterladen kann. Auch der Designer ist hier wieder vorgestellt. Sven Frenick heißt er, glaube ich, der gute Herr. Hier ist er. Der dieses Set designt hat. Und der Bus, dem Designer gehört, der hat nämlich selbst einen T2 und das auch in einer ganz ähnlichen Farbe. Wobei ich sagen würde, dass die Farbe auf dem Bild hier mehr so ein bisschen Richtung Mintgrün als Richtung Azurblau geht. Und dann ist der Teiletrenner vorgestellt. Wir haben wieder vorgestellt, was in welcher Tüte drin ist. Und dann geht es auch schon mit dem Bauspaß los. Was schön ist an der Anleitung, ist, dass man oben immer wieder so kleine Infokästen drin hat zum Thema generelle Dinge über den T2. Also hier steht zum Beispiel eine Info darüber, inwieweit der T2 heute Ähnlichkeiten mit den Molds hat, die Lego eben verwendet. Auch das ganze Design der Anleitung an sich ist sehr, sehr übersichtlich. Wir haben wieder sehr kleinschrittig gebaut, wenig Teile auf einer Seite. Es gibt aber typisch Creator-Expert-Reihe auch durchaus Seiten, wo mal schlagartig mehrere Teile verbaut werden oder auch Bauschritte. Gibt es auch. Also es ist sehr gemischt. Nichtsdestotrotz, mit der Anleitung kann auch jemand bauen, der noch nicht so viele Sets gebaut hat. Trotz allem gehört dieses Set hier zur Expert-Reihe. Das heißt, es richtet sich nicht ganz und gar an Anfänger. Und das ist auch ein Set, das ich einem Anfänger nicht empfehlen würde. Warum? Kommen wir gleich zu. So viel also zur Anleitung. Das Set kommt mit relativ vielen Ersatzteilen und einigen alternativen Teilen. Irgendwo habe ich die große Plate vergessen einzubauen und ich habe einfach nicht mehr gefunden, wo. Das ist ziemlich cool. Es sind zwei blaue, dunkelblaue Fliesen mit dabei, weil man das Auto auch mit Aufklebern versehen könnte, sodass kalifornische Kennzeichen dabei sind und typisch deutsche Kennzeichen. Dafür sind weiße Fliesen da. Dann haben wir hier Sticker, die Maserung der Sitze angeben, das Volkswagen-Logo, ein Armaturenbrett, Lüftungsschnitze und die Kennzeichen. Gerade bei dem Volkswagen-Logo finde ich es traurig, dass das kein Print ist, genau wie bei dem Volvo, den ich euch gezeigt habe. Wenn schon eine Firma das okay gibt, das eigene Logo verwenden zu dürfen, fände ich es eigentlich nett, wenn man das dann auch druckt. Und zum Thema Armaturenbrett kommen wir gleich noch. Es gibt einen alternativen zweiten Stickerbogen, auf dem sehr viele Love and Peace und Blümchensticker drauf sind. Die finde ich sehr witzig. Und selbst Lego sagt in der Anleitung, dass das alternativ ist, dass man das aufbringen kann, wenn man dem Bus eine persönliche Note verpassen möchte. Sowas finde ich cool. Also das komplett reinzulegen und zu sagen, hey, das ist nur eine Anregung, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt es machen. Aber wenn ihr das gerne haben wollt, habt ihr hier eben die Möglichkeit für. Das finde ich super. Aber das ist so wie hier nahezu vorausgesetzt wird, dass wenn du möchtest, dass da VW draufsteht, da musst du einen Sticker draufkleben. Was ich auch blöd finde, ist, dass das Blau auf den Stickern nicht das gleiche Azurblau ist wie im Bus. Das Blau der Sticker ist ein wenig dunkler. Das heißt, die Stellen, wo dann ein Sticker drauf ist auf dem Bus, die stechen auch noch ganz besonders hervor, sodass dann die Lüftungsschlitze, die vorne eingebaut werden sollen, auch noch so richtig, ja, vorstechen. Das ist nicht cool. Das ist einfach echt nicht toll. Nicht bei so einem Set. Denn jetzt muss man ehrlich sagen, das Set ist wiederum kein Set, das günstig ist. UVP 159,99 für 2207 Teile. Hat einen geringeren Teilepreis als die Hogwarts Collector Edition, die ich euch letzte Woche gezeigt habe. Aber der ist dennoch echt hoch. Und ich muss sagen, bei dem, was man dann geliefert bekommt, und damit kommen wir zum Set, ist das ein Preis, der wirklich wehtut. Denn vorab, der ist groß. Der ist auch echt schwer. Also der hat, wenn er fertig ist, auch einen guten Stand. Er kommt mit einigem Beiwerk. Wir haben hier zum Beispiel Klappstühle, die man aufstellen kann. So richtig typisch Camper. Das finde ich persönlich recht unterhaltsam. Komm mal, ist eine witzige Idee. Die sind auch gut umgesetzt.
Wir haben ein Surfbrett mit dabei. Bei dem Surfbrett finde ich es unfassbar doof, dass man das nicht richtig an dem Bus festmachen kann. Klar, man könnte es jetzt noch irgendwo innen reinlegen, aber es gibt keine Noppe hier dran und auch da keine Noppe oder Verankerung, mit dem man das wirklich festklipsen kann. Finde ich super doof. Immerhin, die Stühle können hier oben drauf liegen, aber das war's. Das ist das Beiwerk an diesem Set. Ansonsten gibt es in diesem Set ein paar nagelneue Teile. Generell, Lego bringt jedes Jahr neue Teile raus. Ich gehe hier nur auf die ein, die bisher nur in diesem Set vertreten sind. Das sind zuallererst einmal die Reifen. Die sind auch in einer für den Bus sehr passenden, ansprechenden Größe, auch für den Maßstab. Das funktioniert für mich. Die Scheibe hier vorne ist ebenfalls ein neues Teil. Dann gibt es hier drin noch eine Plate Modified, die Nummer 78257. Die ist neu. Diese trapezförmige Flagge hier hinten an dem Surfboard, die ist im Prinzip nicht neu. Aber die Form hier wurde ein wenig verändert und deshalb wird sie bei Bricklink auch als neues Teil gelistet. Aber das Prinzip dahinter ist nicht neu. Was aber ein komplettes Neuteil ist und was mich auf der einen Seite super freut und auf der anderen Seite mega stört, ist ein Pin. Und zwar dieser hübsche Pin hier, Nummer 65826 ist die Teilenummer. Der ist Bright Green. Zu der kunterbunten Farbfamilie der Pins gesellt sich nun also dann auch noch einer in Bright Green. An sich finde ich ihn deshalb aber ganz cool, weil er hier vorne eine Aufnahme hat, sodass eine Noppe genau hineinpasst. Das macht einiges möglich, aber musste wirklich noch eine Farbe für einen Pin sein? Also, es gibt sie doch schon in Rot, in Schwarz, in Grau, in Weiß, in Gelb, in Gold, in Blau. Brauchte man jetzt Bright Green wirklich noch? In meinen Augen nicht. Gibt es momentan in diesem Set und in einem kleinen Supply-Part-Pack, wo einfach verschiedene Technikteile als Ersatzteile mitgeliefert werden, zusammen mit ein paar Gummibändern. Der Pin an sich ist cool, aber ob die Farbe sein musste... Naja, gut. Kommen wir zum Bus. Wie ich schon sagte, der Bus ist recht groß. Aber in der Größe liegen auch wieder Probleme. Der T1, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist, das war ein hervorragendes Set. Der war stabil, der war detailreich, der war gut konstruiert. All das trifft auf diesem Bus hier nur bedingt zu. Wenn man ein Fahrzeug hat, dann erwartet man erstmal eins und das ist, dass es fährt. Deshalb nehme ich es hier runter. Jetzt so wirklich absolut basic. Der muss sich bewegen. Das kann er. Das kann er sehr, sehr gut. Wenn man ein Fahrzeug in der Größe hat, wäre eine Hand-of-God-Steuerung oder sowas ähnliches sehr nett. Der hier hat eine Steuerung, die funktioniert nicht ideal, man kann sie aber von außen nicht steuern. C'est la vie. Okay, ist ein Display-Modell, deshalb finde ich das nicht wirklich wichtig. Aber es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, es gibt keine Möglichkeit, außer man schiebt halt eben manuell die Räder von A nach B, dann könnte man es einstellen, dann könnte er sich auch so ein bisschen um eine Kurve bewegen. Aber das war's dann auch. Okay. Als zweites, was man erwarten würde bei einem Fahrzeug, ist, dass die Türen aufgehen. Das kann er auch. Und da beginnt das erste Problem. Ihr seht das. Diese Türen, die hängen mit einem einzigen Pin an einem Liftarm. Und dadurch sind diese Türen nicht stabil. Jede Fahrzeugtür hängt in der Regel an zwei Punkten, die hier nicht. Was es auch mehr oder weniger schwer macht, er hat ja eine Schiebetür an der Seite. Für die Schiebetür verbirgt sich unten ein Knopf, mit der man die rausdrücken kann. Finde ich im Prinzip erstmal ein cleveres Vorgehen, wenn man dann nicht so viel Kraft aufwenden muss. Der Türgriff ist hier ein sehr, sehr kleines Teil und dann kann man das zur Seite schieben. Und dann kann man da in den Innenraum gucken. Diese Tür hängt auf der Seite an der Achse
Und hier hinten an der Ecke an so einem Ärmchen von so einem Battle-Droiden. Also insbesondere die Aufhängung hier hinten ist nicht unbedingt mit dem Wort stabil zu versehen. Beim Aufbau kann das auch gut sein, dass einem die Tür mehrere Male hier aus dieser Führung rausfällt. Und auch die generelle Führung, das hier wieder einzurasten, die ist so ein bisschen mäßig. Auf der Seite hier ist die noch verkleidet mit einer Fliese. Aber dann hat man natürlich hier diese Kante, damit sich das Teil, was hier unten drunter sitzt, hin und her bewegen kann. Sonst wird es nicht aufgehen. Optisch nicht so richtig toll, wenn ihr mich fragt. Aber es ist eine Lösung. Was mich jetzt aber wirklich stört, ist, wenn man da reinguckt, ich hoffe, dass ihr das seht, hat man einen Innenraum, der ist auch gestaltet, der ist auch eingerichtet. Auch wenn man vorne in den Fahrerraum hineinguckt, dann sehen wir ein Lenkrad. Und dann stellen wir aber einige frappierende Dinge fest. Das Ding hat kein Armaturenbrett. Wir reden hier von einem 18 Plus Set, was 160 Euro kostet. Von einem Fahrzeug. Und das hat kein Armaturenbrett. Die Armaturen werden über einen Sticker gezeigt. Da ist nur eine Fliese davor. Dann ist es für mich persönlich nicht so wichtig, ob im Inneren eines Modells verschiedenfarbige Teile verbaut werden. Das ist mir komplett egal, solange ich es nicht sehe, wenn es hinterher fertig ist. Hier mache ich die Türen auf und ich blicke auf einen kritzebunten Innenaufbau. Da ist Rot drin, da ist Blau drin, da ist Tan drin, Weiß, Grau, Schwarz. Ich glaube, Türkis, Grün, also das ist vollkommen wild. Also da ist nichts verkleidet vorne drin. Ich glaube auch in einem echten T2, ich habe noch nie in einem gesessen, aber ich glaube, da ist vorne eine Verkleidung drin, sodass man nicht mit den Füßen gegen die Motorhaube stößt. Ja, eine weitere Enttäuschung ist die Heckklappe. Man muss hier leider wirklich sagen, eine Enttäuschung. Die Idee ist cool. Also, dass man den oberen Teil anheben kann. Und hier die Führung ist über Bars geregelt, also über kleine Stäbe, die in Technikelemente gesteckt werden, damit man es nach oben heben kann. Das ist im Prinzip eine ziemlich coole Idee. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Aber stabil ist leider anders. Weshalb es sein kann, dass wenn man das hier nach oben bewegt, auch ganz gerne alles aus der Führung rausrutschen, dann hat man das Ding in der Hand. Und das wieder reinzubekommen, ist richtig blöd. Die wahre Pain in the Neck ist allerdings die untere Klappe. Denn die geht nun auch auf, wenn man es denn hinbekommt. Man kann die nämlich kaum anfassen. Und wenn man die dann ein bisschen zu grob anfasst, fällt die auch auseinander. Denn hier unten drunter versteckt sich ja der Motor. Das ist schon nur ein winzig kleiner Spalt, den man da sieht. Und immerhin beim Motor angedeutet, kann man den Lüfter erkennen, man kann die Einzugsschlitze erkennen, Kühlwassertank. Ja, aber dahinter sieht man auch ganz viel gelbe Bushes und Studs und rote Aufhängungen. Und wie gesagt, ich habe echt nichts gegen Farbe. Aber dieses kunterbunte Wilde, was man überall sieht, das bricht das Modell. Und vor allem, also das bricht die Optik des Modells. Und vor allen Dingen in der Preisklasse. Mir ist das persönlich auch egal, dass man von unten andere Farben sieht. Denn ich stelle mir kein Modell so ins Regal, sondern so. Aber wenn ich es mir dann auch so hinstellen möchte, dann möchte ich das konsequent gestaltet haben. Weil dann muss es fürs Auge hübsch sein. Also, die Konstruktion der Heckklappe ist... Naja, und dann muss ein bisschen fummeln, so ein bisschen wackeln, dann geht sie auch wieder zu, wenn man das haben möchte. Bis hierhin muss ich aber sagen, war es für mich verschmerzbar. Wirklich verschmerzbar. Das war für mich der Aspekt, okay, es ist ein Modell zum Hinstellen. Du stellst dir das einmal irgendwie ein, wie du es haben möchtest und dann mal gut. Wo für mich der echte Overkill eingesetzt hat und wo ich auch ehrlich sagen muss, da hat mir das Bauen auf einmal nicht mal mehr Spaß gemacht, war diese Dachkonstruktion. Man soll das Dach aufklappen. So. Okay, geht. Aber glaubt nicht, wie lange ich hier gebraucht habe, um das dran zu machen. Und eigentlich soll man das nach vorne hin einrasten, also dass das hier festsitzt. Das funktioniert
einmal. Wenn man es vorne einrastet, lösen sich aber die Pins, die es halten sollen, so dass man dann das Problem hat, okay, es ist dann lose innen drin. Das ist schon mal überhaupt nicht cool. Und jetzt nehme ich mal diese Dachkonstruktion ab. Dazu nehme ich am besten die ganze Heckscheibe ab. Das geht auch ohne größere Herausforderung. Und dann kann man das rausziehen, denn dieses Dach am Ende wird rausgeschoben. Also ihr seht, einmal gedrückt und es ist lose. That's it. Und das hier ist übel. Leim, Magenta, Hellgrau, Schwarz, Blau, Rot, Orange, Gelb, Tan, Weiß. Und man sieht das. Wenn die Tür hier an der Seite ist, guckt man auf diese Gritze, bunte Dachkonstruktion. Und auch der Stoff, die Zuschnitte der Stoffe, die sind auch wieder nur in diesem Set so vorhanden. Der deckt das nicht vollständig ab. Gerade hier vorne kann man durchgucken und dann sieht man diese gritzebunte. Also, Gelb. Gelb ist auch verbaut, habe ich das schon erwähnt? Und die Konstruktion hier, das ist so bescheuert in der Anleitung abgebildet und deshalb, das ist kein Set für Anfänger, dass man nicht richtig erkennen kann, in welche Noppe das Ganze jeweils gesetzt werden soll. Und deshalb ist es so ein bisschen durchprobieren, wo es am Ende passt. Und man setzt dieses Teil da zigmal drauf, guckt, dass es einrastet und am Ende hält. Also das Dach ist gut gemeint, schlecht umgesetzt, würde ich sagen. Machen wir hier die Tür nochmal zu, wenn es denn geht. So. Der Innenraum. Jetzt ist mir hier natürlich die Fliese reingefallen. Der Innenraum an sich ist eigentlich gut gestaltet. Wir haben hier eine Küche drin. Wir haben aus sandgreenfarbenen Teilen auch einen Wasserkessel dargestellt. Ich weiß nicht so genau, warum da eine Flamme unbedingt drin sein muss auf dem Herd. Wir haben ein Waschbecken dargestellt. Das ist eine Bank dargestellt und sogar der kleine Tisch darin ist vollständig beweglich. Also der kann in alle möglichen Ecken eingestellt werden. Auch die Rückbank ist so ein Stück weit beweglich. Man kann die auch klappen und umlegen, wenn man das möchte. Das ist cool gemacht. Die Fahrersitze, also vorne Fahrer- und Beifahrersitz, die kann man im Übrigen nicht bewegen. Die stehen im 90-Grad-Winkel zueinander und die bleiben genau so. 90 Grad für einen Fahrersitz. Ich weiß nicht, ob das beim T2 so war. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und null einstellbar. Hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben, das darzustellen. Ich finde auch, wie hier mit den Fliesen gearbeitet wurde, das ist eine sehr schöne Darstellung. Auch, dass der Innenbereich gefliest ist, nahezu durchgängig, außer im Kofferraumbereich. Der Kofferraumbereich hat Noppen. Ansonsten ist innen drin alles glatt gefliest. Und im Fahrerbereich haben wir auch keine Fliesen. Aber in dem, ich nenne es jetzt mal Fahrgastraum, da sind Fliesen. Das ist ziemlich cool. Und das ist für mich auch voll in Ordnung. Man kann auch, da ist drin ist ein Kühlschrank, den kann man aufmachen. Und einen weiteren Schrank, da steht eine Propanglasflasche hinten dran angedeutet. Finde ich super cool, lässt sich mega gut erkennen und hat eine Menge Vorteile. Das ist ein schönes Detail. Ja, wenn man jetzt aber das Dach nicht abmacht, dann kommt man da nicht dran. Dann kann man auch nicht den Schrank aufmachen. Oder so. Also nur über die Seitentür allein, also funktioniert das nicht so richtig gut. Man kann reingreifen, ja. Man kann dann auch irgendwie fummeln, dass man es noch aufkriegt. Geht schon, aber eine gute Beweglichkeit ist es nicht. Etwas, was ich ebenfalls drastisch dramatisch finde, sind diese Stoffteile. Ich weiß auch nicht, was für ein unfassbar dünner Stoff das hier ist. Lego macht das ja leider öfter. Diese Vorhänge werden mit Hilfe eines, im Prinzip eines 1x1 Stats mit so einem kleinen Pin obendrauf, rückwärts an
eine Inverted Modified Tile gesteckt. Dadurch sieht man die Hälfte des Vorhangs hinterher nicht, denn ihr seht, das verschwindet logischerweise, weil ja da oben das Loch dran ist. Das ist auch so ein bisschen irgendwie... Das hätte man schöner gestalten können. Oder man hätte die Aufhängung anders gemacht. Und ganz besonders doof finde ich die hier an den Seiten. Da wird nämlich dieser Vorhang in einem 90-Grad-Winkel angebracht. Hier oben wird er festgemacht und man muss den dann so ein bisschen umknicken, damit er so hängt. Und das sieht, also persönlich, ist meine persönliche Meinung, sieht das nicht toll aus. Was ich ebenfalls nicht schön finde, ist, dass man im Innenraum die Technikteile sieht. Also hier zeige ich euch das mal, ich glaube, na, ich mache es wieder mit dem Foto, dass hier die Löcher sind. Die Teile gibt es schon relativ lange bei Lego. Hier im Set sind sie zum ersten Mal in Weiß verbaut. Und das, ich glaube nicht, dass der echte T2 hinten Löcher drin hatte. Und das hätte man bestimmt anders lösen können. Also das wäre jetzt nicht so toll gewesen. Also sicherlich besser machbar gewesen. Persönlich gefällt mir das Azurblau hier sehr, sehr gut. Dieses Azurblau-Weiß in Kombination, selbst mit dem Orange von dem Dach, finde ich ziemlich gut. Das ist was, das funktioniert für mich. Das hat eine Farbfröhlichkeit, das hat eine schöne Optik. Das haut für mich hin. Was für mich jetzt aber nicht hinhaut, ist diese Front. Warum hatten der Scheinwerfer, die nach rechts und nach links leuchten und nicht geradeaus? Warum sitzen die an der Schräge? Also kein Fahrzeug leuchtet doch so. Also in der Streuung hinterher ja, aber das Hauptlichtfeld ist doch geradeaus und nicht zur Seite. Also irgendwie, also dieses Set bringt mich immer mehr zu dem Punkt, gut gemeint, aber schlecht umgesetzt irgendwie. Und das sind so Kleinigkeiten wie das mit den Türen, was eigentlich extrem ärgerlich ist, wenn man den Preis dieses Sets bedenkt. Das ist echt nicht cool. Wer den gerne haben möchte, ja klar. Oh, ich sehe gerade, ich habe eine Fliese hier vergessen. Das ist nicht ganz so schlimm. Logo, ich möchte hier niemanden davon abhalten, das Set zu kaufen, vor allen Dingen, wenn er es gerne haben möchte. Aber es ist, glaube ich, fair zu wissen, worauf man sich einlässt. Beim Bauen gibt es auch Momente, wo man das Set nicht so hinstellt, sondern auf einmal oben hin und dann soll man anfangen, hier drauf zu bauen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich ein stabiles Bauerlebnis nennen wollen würde, wenn man dadurch bedingt auch dauernd irgendwas irgendwo wieder festdrücken muss. Das ist, wenn sich dann irgendwas löst. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist das Bauerlebnis hierbei so bei einer 5. Aber wie gesagt, hier war es selbst bei mir vorbei und wir bauen ja nun echt viel, aber das hier hat echt keinen Spaß gemacht, das zu bauen. Ich war so froh, als ich fertig war und dass es dann halbwegs funktioniert hat. Als ich dann gesehen habe, dass das nicht mal richtig einrastet und hält, da habe ich einmal eine Pause gemacht und einen Kaffee getrunken. Da war ich echt unglaublich enttäuscht. Auch gebe ich ehrlich zu. Positives an diesem Set. Wie gesagt, mir gefällt die Farbgestaltung. Es ist ein schweres Set, der hinterher, wenn er wirklich fertig gebaut ist, auch recht stabil steht. Er hat ein paar neue, sehr schöne Teile dabei und einige Teile, die es schon länger gibt, in neuen Farben. Es sind sehr, sehr viele Fliesen verbaut in Azurblau. So eine Farbe, die lässt sich auch an anderen Stellen weiterverwenden. Ich finde es gut, tatsächlich, ich lobe wirklich mal einen Stickerbogen, der als Alternative angeboten wurde und von vornherein gesagt wurde, könnt ihr machen, müsst ihr nicht, aber wenn ihr das mit Love and Peace gestalten wollt, habt ihr hier die Möglichkeit. Beide Daumen nach oben, finde ich toll, finde ich ein schönes Vorgehen. Auch das Beiwerk mit den Klappstühlen und auch das Surfbrett, auch wenn man es nirgendwo richtig festmachen kann, finde ich aber hübsch gestaltet. Auf der anderen Seite ist es von der Konstruktion her kein Vergnügen. So richtig hundertprozentig T2 ist es auch nicht. Insbesondere das Heck mit den Klappen. Ihr seht, es ist eher instabil. Die Klappen lassen sich hinterher nicht so gut öffnen. Die Scheinwerfer sind vollkommen falsch positioniert.
Man könnte jetzt auch noch diskutieren, warum hat er eigentlich auf der Beifahrerseite einen Spiegel? Ich kann mir denken, dass es hier wegen der Optik gemacht wurde, aber ich glaube, erst irgendwann in den 90ern kam die Pflicht für den Spiegel auf der Beifahrerseite. Die Türen sind nur lose konstruiert, hängen auf einem einzigen Pin, nicht sehr stabil. Und bei der Schiebetür hinten hängt es an einem einzigen kleinen Battle Droid Arm, der gerne auch mal rausrutscht und irgendwas ganz anderes macht. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich ihn hier gebraucht bekommen habe, auch so kurz nach dem Erscheinen. Ich werde ihn auch wieder in den Shop setzen. Es wird ihn deutlich günstiger bei uns geben als für die 159,99. Das, ehrlich, 159,99 ist ja nicht wert. Nicht mit dem Bauvergnügen. Und an den wirklich großartigen T1 kommt der hier auch nicht dran. Weder vom Detailgrad der Innengestaltung, noch vom Bauerlebnis, noch von der Liebe, die investiert wurde, wenn man das so sagen möchte. Man sieht Farben an allen Ecken durch, was, wie gesagt, nicht schlimm wäre, wenn sie vorhanden sind, aber wenn man sie hinterher nicht sieht, wenn man sie voll verkleidet hätte. Hier sieht man sie überall. Es gibt kein Armaturenbrett und die Scheinwerfer sind... Was sagt ihr zum T2? Wie ist eure Meinung dazu? Es kann ja auch sein, dass ihr das ganz, ganz anders seht als ich. Gerade dann würde es mich am meisten interessieren. Also meine Meinung ist ja auch nicht hier irgendwie ausschlaggebend für den Rest von Deutschland. Und das muss auch nicht jeder genauso sehen wie wir. Um Gottes Himmels Willen auf gar keinen Fall. Aber ich freue mich einfach wieder auf die Gespräche mit euch und die Diskussionen, die sich dann da vielleicht daraus ergeben. Habt ihr vielleicht bessere Erfahrungen gemacht? Wie klappt das bei euch hier mit dem komischen... Ich lasse es ab, bevor ich das jetzt wieder hier dran gefummelt habe. Mein Gott! Habt ihr euch vielleicht umgebaut, damit er mehr nach T2 aussieht, damit er vielleicht eine Steuerung hat, die man auch irgendwie ein bisschen einstellen kann, damit das hier vielleicht zu einer freudespendenden Konstruktion wird, irgendwo in der Farbsuppe. Also, ehrlich... Ich freue mich auf eure Meinung. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf euren Kommentar und auf das Gespräch. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Baut etwas Schönes. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Auf bald!